Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Tavern Manager. Wir räumen heute ein bisschen auf. Ich mache erstmal die Taverne auf, damit das Geld floriert. Und vor allem, ich habe eine ganz tolle Aufgabe der letzten Folge noch nicht beendet. Denn wir haben eine Toilette. Und da gab es letzte Folge die Meldung, dass die voll ist. Okay. Wieder ein Minispiel, nicht besonders schwer, aber auch das geht mal schief. Perfekt. Und ich habe gesehen, ich habe mich die ganze Zeit geärgert, dass das hier hängt. Ich habe es aber nicht genau angeguckt. Das können wir wegmachen. Das heißt, auch das wird das nächste Upgrade unserer Taverne sein. Dass sie nach und nach schöner wird. Letzte Folge haben wir ja neben Bier auch das erste Essen bekommen, Würstchen. Die Würstchen müssen irgendwo hin. Dafür gibt es die Toilette. Da waren wir ja eben schon. Und die ersten Kunden sind noch nicht da. Wir machen heute einfach mal ordentlich, was ordentlich geht. Und probieren nebenbei so viel Geld wie möglich zu verdienen. Hier seht es oben links. Wir sind ja schon Level 4. Das Level 5 kommt im Balde. Und rechts die Quest, Taverne, upgraden. Ist dann der nächste Step. Aber ich würde erst gerne ein bisschen Geld haben. Also wir werden nur ein, zwei Tage spielen. Kunden gibt es irgendwie noch gar nicht. Ja, da vorne geht es langsam los. In der Stadt waren wir auch noch nicht. Ich würde aber behaupten, dass wir da nicht hinkommen. Aber irgendwann müssen wir uns auch mal die Gegend angucken. Wir haben ja letztes Mal auch, das können wir vielleicht noch schnell machen, bevor die ersten Kunden kommen. Wir haben das Bild gekriegt von einem Freund. So. Nee, das gefällt mir so nicht. So. Das gab es von einem Gaukler, könnte man es glaube ich nennen, der irgendwo links von uns, falls ihr selber spielt, im Baum hängt. Da irgendwo ist der glaube ich. Und ein bisschen weiter rechts haben wir dann noch einen Geist gesehen. Mit dem konnten wir aber noch nichts anfangen. Es geht gut los. 9 Uhr mit 2 Bieren. Und wir machen weiter Ordnung. Also hier sind keine Fenster. Mein Schlafraum und Büro, Homeoffice halt, hat auch keine Fenster. Und die hier sind schon sauber. Ja, das müssen wir auch irgendwann machen. Aber vermutlich erst später dann. Und die nächsten Gäste kommen. 2 Bier. Also Würstchen heute. Noch nicht auf der Speisekarte. Alles auch noch ein bisschen dreckig. Ich glaube, da kann ich aber nichts mitmachen. Ne, ich kann nur den Boden fegen. V-Dirt-Sicht. Ah. Okay. Das wird einem nicht erklärt. Aber es steht ja da. Deshalb, was soll es einem erklärt werden? So. Werdet ihr fertig, bevor deren Geduld platzt? Nein, das ist mir zu heiß. Geht gleich weiter. Guten Morgen. Okay. Gut. Die sind fertig. Welche sind wieder schmutzig? Das machen wir später in einem Rutsch. Wasser könnten wir mal machen. Ja, komm. Dreh dich. So, ein Bier. Oh. Na gut, geht eh nicht in einem Rutsch. New Level. So, komm, Bier. Ah, Würstchen. Wir haben noch 10 Bier und 11 Würstchen. Das sollte erstmal reichen. Geld haben wir auch ganz gut. Wir gucken nochmal. Gibt es Upgrades, die Sinn machen? Japan, Fashion Weapon.
brauchen wir theoretisch nicht. Warehouse auch nicht. Hooks können wir einfach mal machen. Und dann bestellen wir den Tisch noch. Super. Okay. So. Ach, der Zwerg. Bisschen spooky. Vielleicht stelle ich den nochmal anders, damit ich nicht hingucken muss. Was mit dem Typen auf sich hat, weiß ich auch gar nicht. Wie gesagt. So. Gäste kommen nicht. Also, dass ich das erst ins Lager bringen muss. Meine Ware meinetwegen, aber Möbel, das wäre, glaube ich, einfacher auch anders gegangen. Hop, eins zu weit gedreht. Zurückdrehen ist V. Y. Das ist okay. Ja gut, ich kann eh nur einen von euch beiden bedienen. Ja, aber vielleicht auch mal beide, weil es ist unrealistisch. So. Sehr gut. Ich sag jede Folge, aber einmal muss dazu gesagt werden. Bei hunderte Malen geht da mal was schief. Jetzt sogar zweimal. Das ist natürlich nicht so schön. Ich glaube, ich schmeiße es auch weg. Das ist mir dann. Ja, wobei. Das Gut war okay. Das Bad. Das war auch doof. So, Würstchen. Ah, vielleicht kriegen wir das ja hin. So, machen wir hier mal sauber. Mit der Dirt-Sicht. Ja, wobei. Na komm. Da kann ich auch nur die 2 drücken. Das macht's einfacher. Okay. Gut. Der Besen ist auf der 2, das heißt, dann sparen wir uns auch dieses, Bier. Und aufräumen. Er findet sich stimme jetzt doch so gut da. Ich dachte, das dauert ein bisschen länger. Dass wir mal, wenn die Dame versorgt ist, in das nächste Update gucken. Ein Bier. Sehr gerne. Weil vorher möchte ich noch mal Ware bestellen. Weil das wird eng. So. Und das Improvement kostet. Ich dachte, es hätte geklingelt. Das Improvement kostet 250. Na, was doch gut, dass wir erstmal Ware holen. 100 Kunden bedient. Busy Bee. Kenne Ducky Bee. Meine wäre schlecht. So, machen wir noch sauber. Ware kommt auch. So, alles in den Sack. Ich habe ja eben gesagt, wir brauchen kein Lager. Aber wenn wir mal ein bisschen mehr bestellen, das ist doch relativ schnell voll, ne? Ein Bier, 2 Wurst. Hat viel Spaß damit. So. Das war knapp.
Theoretisch wäre es ja kein Problem, den Clickbot reinzuholen, aber so anstrengend ist es dann doch nicht. Ich kann immer schön Kaffee trinken. Wobei. So. Und für den nächsten Kunden. Ich glaube, die warten dann wieder auf den. Ja, genau. Auf den großen Tisch. Der ist aber auch gleich frei. So. 250. 285. Machen wir noch sauber. Das schmeißen wir schnell weg. Würstchen stellen wir hin. Das finde ich immer noch unnötig, aber gut. Ich glaube, das Spiel lebt von vielen kleinen unnötigen Aufgaben. Drei Würstchen. Sind ja auch schnell wieder weg. Und Improvement. Zack. Ah, der. Ich hatte irgendwann gesagt, das wird wahrscheinlich ein Grill oder ähnliches, aber nächstes ist ein Kochtopf. Ah, dann brauchen wir auch bestimmt das Holz. Okay. Aber es gibt nichts Neues. Furniture, den hätte ich gerne. Können wir uns gerade nicht leisten. Ja, wobei das schnell gehen dürfte. Eine Wurst. So. I now have helpers. Hire a fairy. Ich hatte ja mal überlegt, gibt es Angestellte. Aber nee, es gibt helfende Elfen. Magic Tree. Okay, ich muss nicht, dass das Spiel in so eine Richtung geht. Ich brauche ein Haus für eine Fairy. Im Upgrade-Menü. Kann den verschiedene Tasks geben. Und man braucht eben ein Haus. Und die werden bezahlt. Mit Essen. Okay. Upgrade-Menü, Fairy House. Ah, Fairy Helper. 200, das wird erst verdienen. Ein Bier. Guten Morgen. Warum stinken die so? Das Spiel hat ja irgendwie seit, ich glaube, dem dritten Tavernenlevel besondere Gäste. Die sehen sehr besonders aus. Und ja, gut. Hätte ich es denken können, die machen einfach besonders viel Dreck. Macht sauber machen fast keinen Sinn, aber nee, das können wir den anderen Kunden nicht antun. Gut. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt so Spiele finde ich immer zum Zuschauen extrem entspannt. Das hat eher so Podcast-Charakter. Es ist gar nicht irgendwie aktiv. Ich gucke irgendwas stundenlang. Aktiv, weiß nicht, beim Bahnfahren oder sonst was, wo ich mich wirklich darauf konzentriere. Sondern es ist eher so, ich zocke selber. Vielleicht zocke ich sogar selber das gleiche Spiel. Kann ein schön Backseat-Game ein bisschen judgen, was der andere falsch macht. Sonst haben sie sich auf den Tisch gekotzt. Ah, okay. So. Möchtest ein Ale oder Bier? Ich kenne auch den Unterschied nicht. Ist nicht meine Kernkompetenz. 300. Sparen wir jetzt auf die helfende Elfe oder stellen wir erst noch einen Tisch auf? Das ist jetzt die Frage. Wie geht's unserer Toilette? Der geht's gut. Da ist ein Lagerfeuer. Also Schranke. Ich glaube, das Spiel hält uns schon relativ eng hier dran. Treasure. Straße. Baum und da drunter.
Straße ist ja das, aber ich sehe jetzt keine. Da sind Tannen. Okay. Ich sehe leider den Tannenbaum, nicht den, die meinen. War auf dem Weg zur Castle links. Gucken wir gleich nochmal. Vielleicht noch mal zwei, drei Elfen haben, die sich hier auch drum kümmern. Dann kann man auch mal erkunden gehen. Und ihr wollt Wurst und Ale. Dann würde ich auch sagen, wenn das die letzten Kunden für heute. Wir haben die 200 leider. Doch, wenn die bezahlt haben, müssten wir die 200 haben. Dann gehen wir nochmal darüber, was kann ja nicht so schwer zu verstehen sein, oder? Irgendwo ist eine Tanne und unter der Tanne liegt der Schatz. Da ist die Burg. Da ist ein Baum in der Mitte von dreien. Und das ist eine Tanne. Ich verstehe es nicht. Zumindest nicht im ersten Moment. Da darf ich nicht lang, das dachte ich mir. Ist das diese Tanne? Macht eigentlich keinen Sinn. Ah, das dritte Bier schon. Gute Dame. Ich unterstütze ihr Alkoholproblem nur, weil es mir Geld bringt. Ansonsten finde ich das nicht okay. Interessiert sie nicht, ne? Gott. So, hier ist eine Karte auch. Hilft die uns? Ne. Drei Bäume und eine Tanne. Also, wenn ihr eine Idee habt, was gemeint ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja. Ach, wieso wird mir denn was abgezogen? Wird mir Reputation abgezogen, weil sie dahin gekommen hat? Da muss ich mal einreden, sie hat Geld gebracht. Dann ist es halt so. So, Taverne ist geschlossen. Improvement Fairy Helper. So. Order Cost 75. Ach, Simple Table for 4. Den Simple Table wollen wir nicht, aber das zwei Essen helfen. Ein Wasser und ein Gemüsegedöns und Feuerholz. Ah, da ist es endlich. Kümmern wir uns gleich drum. Okay. Müssen wir aufs Essen warten für die Elfe. Sehr gut. Okay, das ist unnötig kompliziert. Aber lebe mit. Wir legen das mal hier hin. So. Und weil wir absolut pleite sind, auch das wird nicht viel helfen. Gehen wir erstmal schlafen, weil das macht am meisten Sinn, wenn man kein Geld hat. Zeit mit Schlafen verbringen. Gut. Aber so langsam wird es dann doch auch
aufwendiger. Hier haben wir noch. Würstchen wird langsam knapp. Aber 8 Stück haben wir auch hier noch. Wir machen erstmal auf, damit uns keine Kunden entgehen. 6 Uhr morgens ist aber schon noch niemand unterwegs. Zur singenden Katze. Hat offen. So, Leitefeier. Ich überlege jetzt gerade, kann ich zwar machen. Aber ich kann auch kein Gemüse. Ich habe kein Gemüse. Okay. Naja, gucken wir mal. Light the fire. Water from the well. Buy vegetables for soup. Okay, vielleicht ist es jetzt im Dirty Toilet. Das war gestern der letzte Gast. Aber gut. Und der ist sogar warm. Buy vegetables. Improvement. Nee, delivery. Okay, jetzt kann ich. So. Dann machen wir doch das Kack-Mini-Spiel zum zweiten Mal schon diese Folge. Tut mir auch leid, dass das so kommen muss, aber wie will das so? Mist. Gelernte Besen auf der 2. Machen wir noch Gemüse rein. Okay. Das hat scheinbar schon gereicht. So. Die helfen. Elfen. So, wenn ich dich fütter. Jetzt ist sie gefüttert. Waiting. Wo sage ich ihr, was sie tun soll? Da habe ich scheinbar nicht aufgepasst. Oder kann ich ihr sagen, sie soll Bier? Dishwasher. Loitering. Help her with our task. That's nothing useful. Okay. Dishwaschen. Okay, perfekt. Man hätte es irgendwie ein bisschen liebevoller darstellen können. Als leuchtender Fleck. Der kostet mir doch auch wieder die Bude voll. Ah, es wird nicht besser. Okay, ist egal. Ja, sie ist unzufrieden. Trink's einfach trotzdem. Komm. Ja, immer runter damit. So. Kann ich wirklich nur Tisch forschen? Okay, sie kann gerade nur Dishwaschen. Ist aber okay. Weil ich das tatsächlich auch ein bisschen nervig empfinde. Und was ich auch nervig empfinde, ist, was der Typ gleich wieder mit unserem Tresen machen wird. Schnell sauber, bevor die da sind. Puff, eine Wurst. Er hat doch ganz bestimmt nicht den dreckigen Wäscher berührt. So. Oh, da steht noch Bier. Waren da nicht eben draußen 3 Leute? Scheinbar. Nicht okay. Hat nicht unter den Tisch gekotzt und er geht auch nicht auf unser Klo. Da gehen tut er auch allgemein nicht mehr viel. Aber gut. Ich starte hier niemanden, der seine Rechnung bezahlt. Hallo?
zwei Würstchen. Urgent Delivery. Ich hatte in der zweiten Folge, glaube ich, gesagt, das kommt meiner Frisur auch relativ nah, weil eben der Undercut fehlt. Okay. Glück gehabt, junge Dame, Glück gehabt. So, die drei Herren vom Bau kommen auch vorbei. Was darf es denn sein? Jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich die Gemüsesuppe. Bestellt hat es aber noch niemand. No resources left. Wie nehme ich die denn da raus? Müssen da wirklich... Ich bestelle ich nochmal. Vielleicht müssen da wirklich 10 Stück rein, bevor es überhaupt losgeht. Ah, ich hätte Würstchen gleich mit bestellen können. Jo, nimm. Vielleicht soll es ja gar keine Kotze sein, aber es sieht halt aus wie welche, ne? Ich möchte Elfen noch Wasser holen, aber ja, putzen tut es nicht mehr. Das. Ich weiß nicht, ob das Spiel das extra macht oder ob das wirklich Zufall ist, aber immer wenn ich Wasser hole, kommt auch gerade das Pferd. Zumindest hat das Pferd nicht geschissen. Das müssen wir nämlich auch wegmachen. So. Ah, okay. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir. Okay. Dreimal Holz nachlegen und dann müssen wir kochen. Also es muss voll sein. Ich hoffe, es muss einfach rein und nicht irgendeiner Logik entsprechen. Das verstehe ich nicht. Habe ich zu viel gerührt? Scheinbar. Okay. Oh. Das servieren wir trotzdem. Das ist halt so. Würstchen 3 Stück. Das ist alles, was wir haben. Und der Rest will Bier. Bier haben wir gar nicht. Ja, ja, ja. Wir hätten bestellen müssen. Ja, was heißt hier? Ich hätte bestellen müssen. Ihr könnt eigentlich nichts für. So, 5 Bier. Oh, sorry, er müsste durch. Mir tut's auch leid, aber ich brauche das Geld. Beziehungsweise den Rest werde ich tatsächlich wegschmeißen. Und dann werde ich jetzt auch eine sehr große Bestellung aufmachen. Ist aber auch nichts mehr da, ne? Also jetzt ist wirklich alles leer. So, davon brauchen wir 10. Ja gut, wird nicht viel anderes übrig bleiben. Das ist ja 10 von einem zu bestellen, ist ein bisschen wenig. Gut, jetzt kommt auch Essen zusammen. Oh, die Elfe macht ihr Ding. Ich habe kein Bier.
Okay, jetzt wird es langsam wirklich auch stressig, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Ich habe eben schon gesehen aus dem Augenwinkel. Die einen wollen Suppe haben. Suppe habe ich natürlich gar nicht fertig. Holz hacken, Wasser holen. Und dann hoffentlich die Suppe besser hinkriegen als letztes Mal. Frage ist, ob die so lange warten jetzt. Nehmen wir erstmal Wasser. Ja, der Innenraum ist auch dreckig. Der Tavernenraum. So. Wasser. Dann Holz. Zwei. Drei. So. Ah, ne, es ist an. Okay, sehr gut. So. Ich glaube, das wird besser. Wunderbar. Wir wissen ja, wo das endet. Und die kriegen auch ein Bier. Gut. So, dann Würstchen hinhängen. Noch eine Order. Gar nicht gemerkt, dass ein Kunde kommt. Und dann müssen wir direkt wieder bestellen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Direkt wieder Essen bestellen. Reden und machen, ne? Was ich, jeder Mann, der behauptet, Multitasking ist möglich, ist es nicht. Und der braucht auch Wasser. So. Das hatte ich noch nicht. Machen wir nicht. Reicht das schon? Oder wo muss ich sie hinbringen? Das hat schon gereicht, ja. Aber es ist natürlich auch saudreckig alles. Und gerade verliere ich die Übersicht. Zwei Würstchen, zwei Suppen. Ein Würstchen, zwei sogar. Ja. Die wollen einen großen Tisch haben. Na gut. Ich hätte schon anfangs gesagt, wir kaufen einen großen Tisch. Das ist auch das Letzte, was wir dann für heute machen. Nochmal einen Tisch kaufen und dann noch ordentlich auch Zeug bestellen. Ich weiß gar nicht, wie oft man die Elfen füttern muss. Das kann man uns nicht leisten. So kann man es uns leisten. Okay. Und dann würde ich sagen, was ist das für heute? Ich mache die Taverne noch mit euch zu. Und dann alles weitere sehen wir dann in der nächsten Folge bei Tavern Manager. Ein weiterer Simulator. Aber macht echt Spaß. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das auch gefällt. Lasst vielleicht auch ein Abo da und viel Spaß heute noch. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.